Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist eine Portion Wurstaufschnitt? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, die Assistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich hatte die Fragestellung von einem Mann in der Praxis, oder beziehungsweise war es sogar ein Ehepaar. Was ist eigentlich eine Portion Wurstaufschnitt? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so über Wurstaufschnitt denkt, was ihr meint, was da eine Portion ist. Und kann man das heute überhaupt noch essen oder nicht? Also schreibt mir einfach gerne in die Kommentare. Also zur Fragestellung zurück. Was ist eigentlich eine Portion Wurstaufschnitt? Ich kann ja den Wurstaufschnitt in der Regel auf Brot legen, um einen Sättigungseffekt zu kriegen. Ist der Wurstaufschnitt immer sehr gut geeignet. Die Portionsmenge an Wurstaufschnitt wird definiert mit dem Handteller. Das heißt, das, was auf die eigene Hand als Handteller passt, ist die Portionsmenge von einer Scheibe Wurst. Wenn ihr euch das hier anguckt, ist der Handteller ja größer. Das heißt, zum Beispiel eine Scheibe gekochten Schinken würde hier raufpassen und wäre auch eine Portion Wurstaufschnitt. Also ihr Lieben, ihr dürft gerne Wurstaufschnitt verwenden, für alle, die das gerne mögen. Wenn es um Gewichtsveränderungen geht, hat der Wurstaufschnitt den Vorteil, dass er den Insulinspiegel nicht anhebt, dass er die Eiweißquelle liefert und dass man das, wenn man mag, es gerne einbauen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Wurstaufschnitt zum Beispiel auch klein zu schneiden. Wir kennen das immer von Käsewürfeln. Hier ist ja zum Beispiel auch ein bisschen Käse. Käsewürfeln kennen die meisten. Aber was viele nicht kennen, ist, es gibt ja auch zum Beispiel Fleischwurst. Kann ich ja auch in kleine Häppchen machen. Oder ich kann die Scheibe Salami oder gekochten Schinken klein schneiden und dann auch häppchenweise zum Beispiel essen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, den Wurstaufschnitt einzubauen. Im Ernährungsmaß, Rose Fröhlich Ernährungsmaß, findet ihr auch noch die richtigen Portionsmengen. Ich habe den ja jetzt hier zum Aufhängen, der ist ein bisschen beweglicher. Und wenn wir uns den Wurstaufschnitt angucken, dann sehen wir hier, dass ihr 4 Scheiben Wurst in der Woche essen könnt, in einer gesunden Mischkost. Wenn ich Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei und solche Sachen auch esse und auch Milchprodukte esse. Wenn ich aber eins der eiweißreichen Produkte nicht esse, dann kann sich der Anteil an Wurstaufschnitt auch erhöhen. Das heißt, wer mehr zu Portionsmengen wissen will, kann hier mal reinschauen, schaut euch die Videos an. Es gibt ja auch ein Video zum, was ist überhaupt das Ernährungsmaß. Dann findet ihr ganz viele Tipps und Tricks. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und vielen Dank. Denkt nochmal an die Kommentare, was ihr darüber denkt oder welche Fragestellungen ihr habt. Ganz liebe Grüße.